Ich bin äußerst verwirrt. So. Bis an die Kante. Und hab. Nein. Und hab. Auf den Automaten? Nein. Ja, ich bin ein klein wenig stuck. Kann ich an den Ketten hochklettern? Ketten? Nein. Wir sind durch. Ich habe den Stream gerade an die Wand geworfen. Hä? Den Stream an die Wand geworfen? Du hast dein Handy genommen und das in die Wand. Hä? Bitte? Bitte erklärte dich. Beamer. Oh. Beamer habe ich mich nie getraut, obwohl ich hier unten im Keller eigentlich wahrscheinlich Beamer saugeil gewesen wäre, wenn ich mir den einfach da an die Decke gemacht hätte und da die Wand einfach weiß gelassen hätte. Wäre bestimmt geil, aber da ich mich mit Beamern einfach absolut nicht auskenne, ist es halt einfach wieder eine Glotze geworden. Hm. Ich habe mich heute verredet und habe gesagt, dass ich mein Handy dem Handy zertrümmerte. Du nimmst einfach dein modernes Smartphone und haust ein altes Nokia drauf. Weiß ich vielleicht etwas ausrichten, sonst wie ein Monitor. Ja, aber du musst ja da irgendwie auf irgendwelche Lumen-Dinger gucken und was weiß ich. Hab keine Ahnung. Bist auch hier auf 3,5 Meter Diagonale auf die Wand projiziert. Ihr guckt euch das in solch überdimensionaler Größe an. Habt ihr sie nicht alle? Will doch keiner sehen. Aber helft mir doch mal. Mir gehen so die Ideen aus. Also irgendwie, da muss ich ja hoch und runter fahren mit dieser Maschine da. Aber die ist im Hintergrund. Reichlich weiße Wände hier auf der Arbeit. Na. Schieben. Das Nokia hält sogar 1000 Volt Spannung aus. E-Lehre ist so lang für mich hier. Ich habe keine Ahnung, ob 1000 Volt viel ist oder nicht. So. Das muss doch irgendwas hier. Hier. Der Knopf ist auf unten. Wie kriege ich den Knopf auf hoch? Warte mal, Kabel. Muss ich den Kabeln da oben folgen? Hätte ich irgendwas machen sollen? Da oben sind Kabel. Okay. Unten ist aber auch nichts. Wollt's denn egal? Am Pferd sind die, die wehtun. Das ist so lang her. Ich hab da keine Ahnung mehr von. Achso, hier ist die Säge, ne? Ja. Ja. Kann ich den wieder ausmachen, Knopf? 20 mal drauf für den Notstopp? Hm. Das kann ich so nicht unterschreiben. Oh nein. Der Physiker ist getriggert. Okay, Broti. Was genau tut weh? Schlimm ist, die Erklärung wird hier keiner verstehen, weil sie so ausgiebig sein wird. Und hab. Was heißt Physiker? Du bist ja sogar irgendwas mit Elektro, schieß mich tot.
Nein! Wo resette ich? Ich weiß das Spiel selber nicht, ne? Okay, ich bin wieder hier. Aber... Ja. 40 Volt Gleichstrom sind tödlich, wenn ich mich nicht vertue. Weh tut's, wenn du geschlagen wirst. Was Feathers sagt. Challenge accepted. Brody erklärt sehr gut und ich werde es aufmerksam lesen. Ergo, ich werde es auch verstehen. Ich werde es nicht verstehen. Brody verwendet immer viel zu kluge Worte. Ich dachte aber wirklich nicht, was ich hier tun muss. Ich kann auch nichts mehr hier benutzen. Komm nicht an die Leine ran. Hier der umgekippte Farbeimer und alles. Kann ich nicht schieben. Nein. Ich habe das Strategy mal nicht aus dem Chat gerollt. Ha. Was übersehe ich? Es ist ja alles so eingerichtet gewesen, dass ich wieder hierher zurückkomme. Naja, aber Brody tippt. Das könnte dauern. Ich glaube, Brody hat mit dem 500 Zeichen Textlimit ein kleines Problem. Ich meine, die Limo-Rätsel waren alle recht lokal. Ja, aber hier passiert ja nichts. Hier, hüpf. Hoch. Komm nicht hoch. Die Lösung müsste hier im Screen sein. Ich komme ja auch nicht runter zu dem anderen Ding da unten. Ich habe nur diese Kiste. Und ich kann sie zwischen dieser Ecke und der anderen Ecke da drüben hin und her schieben. Und das war's. Ich komme hier nicht hoch. Ich kann hier nicht hochklettern. Ich kann mit nichts in... Wie? Okay. Was auch immer. Nimm die Kiste jetzt einfach mit. Oh. Ja, meine Kiste offenbar nicht mit. Ha, was soll schon passieren? Oh. Nein, ich brauche meine Kiste. Einfach nur mit dem Scheißteil interagieren. Ich könnte kotzen. Okay.
Meine Verbindung bricht ständig ab. Erklär, sobald es wieder alles stabil läuft. Okay. So. Und mit Schwung. Brauche ich denn eine zweite Kiste? Habe ich da drüben irgendwas, mit dem ich interagieren kann? Ja, hier geht es irgendwo runter. Aber ich kann höchstens da wieder hochfahren lassen, aber das bringt mir ja nichts. Wie rette ich meine Kiste? Eine Kiste ist nicht genug. Töte ich mich jetzt damit? Ja. Das geht weiter rein als erwartet. Ups. Oh Gott. Hey, aber man wissen wir, was wir jetzt machen müssen. Mit dem Kasten interagieren, natürlich. Ich glaube, das war gar nicht so falsch. Diese Beinarbeit. So. Okay. Ups. Und hopp. Boah, das ist viel zu früh. Oh ja, aber immerhin kein Beinbruch. Das Seil da oben links. Das bringt mir bestimmt irgendwo eine neue Kiste her. Ups. Also ein Beinbruch, der wäre nicht das erste Mal jetzt in dem Spiel heute. So. Warten. Juhu! Ja. Ja, und will ich wissen, ob mich das zerquetschen kann? Wahrscheinlich, ne? Sogar ohne Beinbruch. Du würdest dir also viel lieber wünschen, dass ich meinen Charakter aus Versehen deformiere. Aua. Oh, das waren meine Beine jetzt aber.
Oh, interesting. Oh, nein. Ach. Aber warum? Da muss ich, da muss doch was sein, sonst kann ich da nicht hin. Aber warum geht's nicht weiter? Was stimmt da schon wieder nicht? Die Kiste kriege ich aber auch nicht aufs Dach. Nein! Ach komm! Beispiel. Was soll da? Test erfolgreich. Es gibt Fallschaden. Ja, das wussten wir schon. Hallo? Hä? Oh nein, ich stand einen Millimeter weit links. Nee, rechts. Links. Daneben. Punkt. Die Plattform an den Ketten. Hat doch einen Griff. Ja. Können wir doch ziehen das Ding ablegen. Oh nein, meinst du? Wenn du das meinst, was ich denke. Oh nein. Das ist jetzt viel zu einfach, ne? Natürlich. Oh nein. Ja, du hast recht. Oh Gott, das ist so simpel. Ja, ja. Ach so, warte. Na. Halt dich doch fest! Warum hältst du deine Reise so in der Hand? Er hat das dumme Seil in der Hand und ist wieder los. Was ist er denn für einer? Jetzt, mein Gott. Oh nein. Los. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Nein, okay. Komm mal hin, mach schneller. Was wobbelt denn die Kiste so?
Fick die nix, oder was? Good enough, good enough. Ich bin schneller, ich hab euch den ganzen Tag Zeit. Ja? Dann saß ich auch ständig auf der Arbeit. Was war das? Nein, nicht wieder Knabbel. Nein, 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 nein. Nicht wieder Knabbelviecher. Nein, 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 nein. Ja, jetzt haben wir mal rein. Was soll denn schon passieren? Unter dem Gliederfüßler. Ein Grab. Das sind ganz schön große Kerzen. Ich glaube, ich gehe wieder. Nö, nee, das gehen. So, wir haben da jemanden besucht. Der hat uns aber nicht empfangen, also gehen wir wieder. Da ist so ein Wasserdrehrad. Watschen! Okay, wir sind klein. Wenn das eine Stechmücke ist. Wir sind klein. Auch Ventil genannt. Klugscheiße. Ganz langsam. Na, Stick, komm. Bin gar nicht da. So, ab wann? Ich habe mir nicht gemerkt, ab wann. Wann das Viech geht. Wir müssen aber langsam hingehen. Das ist... Das hat mir Lance mal erklärt, dass wenn man sich in der Fliege so mit der Hand ganz langsam nähert, weil die Fliege sich das nicht merken kann, dass die Hand erst hingekommen ist. Und wenn die ganz langsam kommt, dann ist, ist für die Fliege die Hand schon immer da gewesen. Uah, verdammt. Das war jetzt zu mutig. Und so kannst du dann anscheinend ganz langsam oder in easy eine Fliege mit der Hand fangen. Das finde ich aber zu umständlich, ich bin nicht geduldig genug. Ich habe das ganz oft, dass wenn wir Mücken oder so haben oder Fliegen, dass ich einfach so zugreife in der Luft und die wirklich dann in der Hand habe. Ich hab eine Froschhand. Also ich mache halt nicht wie so ein Yoshi, aber... Gott, Gott, ja, 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 ja. Gott, 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 Gott. Ja, ist gut, los. Du hättest doch einfach früher loslassen können. Du, ein Strohhutfrosch, genau. Die Froschhand, was hast du, die Froschhand nach Gehör oder nach Augenmaß? Nach Augenmaß. Nach Gehör doch nicht. Herr Dave hat eine sehr glückliche Frau. Gott! Okay, ja, ich muss da irgendwas draufstellen. Hab verstanden. Er hat mich nicht erschrocken. Überhaupt nicht.
Fließband. Kann ich das Bein mitnehmen? Soll ich da runterspringen? Ist vorbei wieder, dann muss ich auf eine neue Fliege warten. Jetzt mache ich 20 Mal und dann habe ich 20 Beine, die ich auf den Schalter legen kann. Hm. Kann ich das Ding mitnehmen? Das Eck? Nein, schade. Also mein Kater hat gestern eine Libelle gefangen. Hoffentlich hat sie geschmeckt. Was meine Katzen so alles essen. Weil was ich die schon beim Futtern erwischt habe. Braucht das ja nicht. Warum bist du da? Und Zahnrad. Ja, da, okay. Scheint so, die war nicht mehr auffindbar. Dann hat sie bestimmt sehr lecker geschmeckt. So eine Libelle? Ja, da ist auch was dran, ne? So, von oben. Ich muss irgendwas darunter werfen, sage ich. Was ist denn das jetzt schon wieder? Oh, oh. Schneller! Oh, scheiße, hier hört's auf. Okay. Oh nein. Oh nein. Okay. Und... Ah, da war aber etwas zu übermütig. Nein. Er hat so ein Handtuch auf die nassen Haare geklatscht. Mein Schatten sieht aus wie der Duolingo Bird. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Bing! Nein! Wir sind allzu langsam. Oh, gerade so. Gerade so. Wo liegt das jetzt? Na, nicht wieder hochklettern. So. Oh, oh, warte mal. Ja, ja, ja. Der kommt ja dann wieder. Wupp. Und... Oh, Lucky. Sehr schön. Wohin sollte er Silberfische jagen? Was? Wer? Der Kater? Oder wer? Bump.